und etwas Regen, sonst wird es abseits zäher Nebelfelder recht freundlich. Er liebt einfach Musik durch und durch. Ich meine, er groovt einfach. Er groovt. Manfred Krug ist ein Original. Also was das Singen betrifft, auf alle Fälle. Naja, und auch wie er spielt. Also Manfred Krug ist schon ein Naturereignis. Mit einem sehr zärtlichen Herzen. Er ist ein sehr kluger Mann, der weiß, was er will. Aber dann auch wieder, boah. Manfred ist ja ein Haudegen. Groß, schlank, gut aussehend. Ein richtiger Kerl. Sondern ich identifiziere mich mit dir, Typ. You cook the blues right out of the horn. Man, you charm the husk right off of the corn. Man, you've got the banjo strumming and plunking out a tune to beat the beat. The whole plantation's humming since you brought Dixie back to Dixieland. Es war immer klar, ich mache beides. Ganz singen wollte ich nicht. Natürlich Tatort, das ist ja schon fast ein Klischee. In den Tatorten hat er immer mit den Charles Brauer, mit der er sein Kompagnon war, haben sie dann immer meistens zum Schluss noch irgendwo an irgendeinem Klavier gesessen und gespielt. Ne? Was haben die Kollegen denn gespielt? Ah, Sentimental Journey, der alte Polizistensong. Polizistensong? Komm, wir machen einen kleinen Einbruch in die Konsumfleischerei. Vor uns hängen meterlange Würste, hinter uns die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Charles Brauer zufällig auch ein Jazzfreund ist. Mach doch. Goodie, goodie. Eins, zwei, eins, zwei. So you met someone who set you back on your heels. Goody, goody. So you met someone and now you know how it feels. Goody, goody. So you gave him your heart too, just as I gave mine to you. And he broke it in little pieces. Now how do you do? Dass wir uns gegenseitig auf den Arm genommen haben, das war, glaube ich, eines der Markenzeichen von uns, nicht? Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Ja, das waren noch Zeiten. Beiden habe ich die Statur, vom Mütterlein die Frohnatur. Vom Vater habe ich das Gesicht. Das heißt aber nicht, dass mein Vater irgendwie unschön war als Mann, sondern er war ein sehr, sehr schöner Mann. Aber alles, was man an Schönheit rüber retten kann in die nächste Generation, das habe ich nicht bekommen, aber ein Teil. Das war ja nicht schwierig, an einem Ort zu leben, aber wo mein Vater das Geld für die Familie verdiente, da war immer ein Stahlwerk. Genau deswegen musste ich auch in sehr viele verschiedene Schulen, immer in den Fußstapfen, in den beruflichen meines Vaters. Und das könnten so ungefähr 10 bis 12 Schulen gewesen sein.
Ich war eigentlich immer der Fremde. Wir mussten durchs Leben kommen, klar. Wir hatten, je nachdem, welche Zeit war, hatten wir entweder keine Mutter oder keinen Vater. Und zeitweise auch hatte ich eine Oma immerhin, eine sehr liebe und gute Oma. Und als sie dann sah, dass ich so ein ziemlich großer, bulliger Junge wurde, das fand sie ganz toll. Ich hatte wunderschönes, kastanienbraunes Haar, das ich immer so, wenn ich aus dem Wasser, konnte ich das so wegschleudern. Das war schick. Und meine Oma fand meine Augenwimpern so schick. Und meine Oma sang, du schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir was vor. Denn wenn deine Geige weint, weint auch mein Ohr. Und solche Sachen. Also sie war vernarrt geradezu in mich. Mein Vater war dann in der DDR, in der jungen DDR. Ich habe mich da wohler gefühlt, weil es sozusagen gar keine Restform von Klassenkampf mehr gab. Alle waren gleich arm. Brandenburg hat es wieder einmal geschafft. Der Siemens-Martin-Ofen 5 des Stahl- und Walzwerkes war 3 Monate vor dem festgelegten Termin abstichbereit. Die Jugend hat an diesem Erfolg großen Anteil. Aus diesem Stahl werden Traktoren und Maschinen entstehen. Sie werden unserem friedlichen Leben dienen, das wir an der Seite der Sowjetunion, an der Seite Stalins gegen jeden Angriff verteidigen werden. Mein Vater wollte eine Dynastie von Stahlkochern begründen, bis ich eines Tages sagte, nein, ich werde doch niemals einen solchen technischen Beruf erlernen. Ich werde doch niemals Metallurge werden. Ich werde doch auch niemals studieren. Ich kann ja gar nicht studieren, ich habe gar kein Abitur. Und schrieb dann an die Staatliche Schauspielschule Berlin einen Antrag auf Aufnahme. Dies ist der heilige Ort, hier ist die Probebühne, da will ich hin. Wenn Sie mich nicht nehmen, haben Sie einen Fehler gemacht. Dann taugt die Schule nichts, dann gehe ich in die Welt hinaus, denn in ein paar Monaten bin ich volljährig, 18. Wer weiß, was Sie sich damit aufs Gewissen laden. Man munkelt, 500 Bewerbungen habe es für diesen Jahrgang gegeben. Das heißt, die Konkurrenz ist groß, denn die Schule will für das nächste Jahr nicht mehr als 30 Neulinge aufnehmen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und auf dem Tisch liegt ein Brief, in dem steht, dass Ihre Schwester plötzlich schwer erkrankt ist. Was würden Sie da tun? Mir schießt durch den Kopf, das Originellste wäre zu lachen. Ich könnte den Brief ansehen und sagen, meine Eltern wissen ganz genau, dass ich keine Schwester habe. Ich würde mich sofort erkundigen, woran Sie denn so plötzlich, zeigen Sie es uns, erkrankt ist. Halt! Hat Ihre Wohnung keine Tür? Doch, ist die Aufregung. Natürlich hat sie. Halt! Hat Ihre Tür keine Klinke? Nein, da muss ich Sie enttäuschen, das ist eine Pendeltür. Aha. Was würde ich jetzt denken, wenn ich heute Morgen, sozusagen sicherheitshalber, gebetet hätte? Lieber Gott, lass ein Wunder geschehen, dass ich auf diese Schule komme. Na, ich hatte dieselben Konflikte, von denen es kleine Reste vielleicht heute noch gibt. Ja? Ich habe nicht alles gut gefunden, was die Dozenten gut gefunden haben. Und jedenfalls, eines Tages war es genug und die schmissen mich raus. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und dachte, naja, nun, ist nicht zu ändern, jetzt kannst du nach Hause ziehen. Und musste mir eine neue Bleibe suchen, musste mir einen neuen Job suchen. Den fand ich dann am Berliner Ensemble und das war sehr interessant, durchaus, wollte aber nicht ans Theater. Ich fand Theater künstlich. Mit meinem damaligen Verständnis von darstellender Kunst
Da stimmte das nicht überein. Ich wollte nicht ein ausgestopftes Pferd haben, auf der Bühne etwa oder so. Ich wollte ein richtiges, lebendiges Pferd haben, das schnauft und stampft und auf dem man reiten kann. Und das war, gab nur der Film. Ich weiß gar nicht, warum sie sich so aufregen. Als ersten Eindruck hatte ich, dass er so ein ein Rambo des Ostens, also ein Fanfan der Husar war und sehr beliebt. Diese Art, heute sagt man cool, damals sagte man schlagsig und natürlich. Alles andere stellste und stolzte sich so durch die Drehbücher und Texte. Bei ihm war das immer so, als wäre es von ihm. Ne? Gestatten, Hoff, Martin Hoff, mein Name. Jetzt möchten Sie wohl meinen Namen wissen. Sie können mir Ihren Namen doch ruhig sagen. Ich liebe Namen. Namen sind meine Passion. Namen sind etwas... Alles umsonst. Wie Sie meinen. Ja, das war damals ein sehr gut aufgenommener Film. Im Neuen Deutschland erinnere ich mich an eine Schlagzeile, die lautete: DEFA Filmfrühling ist da. Das war für ND war das eine tolle Schlagzeile. Die Leute gingen auch freiwillig da rein. Die mussten nicht von der Arbeit freigestellt werden, um da reinzugehen. Und die lachten auch da ein bisschen drüber. Und dann spielten die Jazz-Optimisten Berlin mit. Macht ein bisschen Dixieland und ich sang da ein bisschen zu. Kennt ihr die englische Fassung? I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. I'm gonna study war no more. Und ich guckte mir den Film an, Auf der Sonnenseite hieß der, und ich war so fasziniert von Manfred Krug, von seiner Stimme und von seinem Schauspiel, und er war fortan mein Lieblingssänger. Das war eine Erscheinung, ja, wo alle, auch die Mädels, die flossen ja dahin. Er war wirklich ein sehr gut aussehender Mann. Und dazu kam natürlich seine Stimme, wenn er sang. Das hat mich auch umgehauen, muss ich sagen, weil seine Stimme fand ich immer, wenn er seine Lieder sang, sehr erotisch, sehr anziehend, sehr, also wirklich, man hörte hin und man schmolz weg. Ottilie, du bist süß wie eine Lilie, komm, wir gründen eine Familie, ich habe dich so lieb. Wir haben uns kennengelernt, weil ich vorher mit ihrer Schwester zusammen war. Und nach Jahr und Tag sah ich zufällig die Schwester und habe gedacht, auch eigentlich alles, was du an der einen Schwester gut gefunden hast, vielleicht... Und was nicht da war, hat die vielleicht. Guckst du doch mal, was man so denkt als junger Fant. Und dann haben wir uns allmählich angefreundet und dann, ich wollte überhaupt nie heiraten, weil die Ehe meiner Eltern hat mich nicht gelehrt, dass das was Gutes ist. Niemand liebt dich so wie ich. Bin auf der Welt, ja nur für dich. Diese Augen, diese Lippen, sie sind dein, mein ganzes Glück. Bist du allein?
nimm es hin. Bin Sklave dir, du Königin. Es gibt ja wenig Sänger weltweit, wenn man das Radio anmacht, die sie sofort erkennen. Als Beispiel, sag ich mal, Louis Armstrong. Also da können 100 andere ähnlich singen, Louis Armstrong erkennt man immer. Oder Sinatra erkennt man auch immer, Dean Martin. Und Krug hatte dieses Riesenglück, eine ganz ausgefallene, sonore Stimme zu haben, die man immer erkannt hat. Man wusste sofort, das ist der Krug. Oh, Rosetta, my Rosetta, in my heart, dear. There's no one but you, you told me that you love me. Please never leave me for somebody new. Einen Abend auf der Bühne des Berliner Freibades Pankow unter dem Motto Jazz und Lyrik. Zu den Mitwirkenden zählten die Jazz-Optimisten und Manfred Krug. I really can't stay. Etta, it's cold outside. I've got to go away. Etta, baby, it's cold out there. This evening has been, and hoping that you drop in, so very nice. I'll hold your hands, they're just like ours. Mother will start to wear. Beautiful, what's your hurry? Die wollten einen amerikanischen Text oder einen angloamerikanischen Text mal hören. Und die wollten, dass es rockt und dass es knallt und dass Stimmung war. Die wollten auch ein bisschen sich ihre Tolle machen, ihre Haare so wie Elvis und so weiter. In der DDR wurde am Anfang auch der Jazz, der Jazz, verboten. Alle Moden, die aus dem Westen kamen, wie die Jeans, wie die langen Haare der Beatles, die Rockmusik, der Jazz, auch der altmodische Oper New Orleans Jazz, waren am Anfang natürlich nicht das, was die Bonzen gut fanden. Ne? To say no, 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 sir. Baby, don't hold out, but it's cold outside. Ja, ich kannte ihn natürlich durch die Jazz-Optimisten. Und wir, Berlin war ein Dorf. Man muss das immer so sehen, man kann das nicht mit heute vergleichen. Berlin, Ost-Berlin war ein kleines Provinznest, wo jeder jeden kannte, der überhaupt mit der Kultur zu tun hatte. Ja, und da habe ich dann wohl auch gesagt, ja, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und ja, machen wir. Und dann haben wir da 63 das erste Mal so eine Tournee gemacht. Ich habe glücklicherweise viele Freunde, die mir helfen, Musik zu machen, die für mich arrangieren, komponieren. Da wäre zunächst Henry Kotowski, dann Klaus Lenz. Gerade Musiker sind ja sehr eigenartige Menschen. Es ist eine ganz andere Art von Kapriziosität, als sie etwa bei einem Maler oder beim Schriftsteller vorkommt. Ja, die sind alle hochsensibel. Jazzmusiker sind noch höher sensibel. Er ist ja nicht immer ganz leicht. Also, es war schon, ich bin aber auch nicht ganz einfach. Das muss ich dazu sagen. Also wir beide, und er hat schon nicht Unrecht, wenn er sagt, naja, Mensch, Lenz, du bist ja auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wir haben uns immer wieder zusammengerauft in der Endkonsequenz. Und das zählt ja, in der Musik zählt nicht, wie man was gemacht hat, sondern was rausgekommen ist. So allein, wie ich bin, fliehen all meine Träume zu dir hin. Und ich habe jede Nacht an dich gedacht. Wenn Krug dabei war, war das natürlich auch ein Interesse, an den Filmschauspieler zu sehen. Dass er nun noch außerdem noch gut singen konnte, das kam noch erfreulicherweise hinzu. Mir nach, Kanaillen!
Einen Augenblick. Ich muss nur meine Braut zurückholen. Können diese Augen lügen? Der Manfred Krug, da war immer das Kino voll. Manfred spielte eigentlich sich. So habe ich das immer empfunden. Weil wir machen das schon und Kraft seiner Wassersuppe, ja, und so. Und das, was er alles an Ideen hatte, was man machen kann, so war, ich glaube, so war er auch ein bisschen privat. Es sei mal verraten, ich mochte immer seinen Mund, der war immer, fand ich sehr schön, als er noch sehr jung war. Dass ihm so ein gestandener Mann und der einen auf Händen tragen kann und gleichzeitig die Tür krachend zuschmeißt. Du riechst nach Held. Nach Held? Mhm. Wie riecht denn ein Held? In den Romanen steht nach Schießpulver, Leder und Pferden. Ach, schön. Danach bin ich ein Held, hurra. Ich war ja nun nicht der junge Mann, der sozusagen Schauspieler geworden war, weil er so ansehnlich gewesen wäre. Sondern ich war der junge Mann, der zwar als Mann akzeptiert werden konnte, aber der war nicht ein, war nicht Jean Marais oder so ein begehrter, von der Damenwelt begehrter Schauspieler. Er wollte das, was wir alle wollten, frech sein und trotzdem durchkommen. Wieder den Stachel löcken und trotzdem Karriere machen. Berühmt sein, Geld verdienen, geliebt werden. Und dann kommt dieses 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 65. Die gesamte Jahresproduktion der DEFA wird verboten. Und da die DEFA die einzige Firma für Filme war in der DDR, ist das ja relativ viel, nämlich alles. Aber doch nicht alles. Ein Film nicht, Spur der Steine. Kundgebung bei der Hitze. Es geht um den Sozialismus, um die Arbeitsmoral, um den Aufbau des Sozialismus, um die Vorzüge des Sozialismus und es geht um die Moral, die Sexualmoral letzten Endes im Sozialismus. Damals stand an jeder Scheune am Ausgang irgendeines Dorfes in Mecklenburg ein 5x8 Meter großes Plakat mit Manfred Krug mit seinem Zimmermannshut, wo das Wasser vom Regen runterläuft. Der Neue soll ein ganz scharfer sein. Was suchst du? Tag. Ich habe euch in der Baubude gesucht, aber ihr habt ja eine hohe Liebe für das nasse Element. Habe ich gehört. Ich bin der neue Parteisekretär. Und ich bin Pittiplatsch, der Liebe. Er war im Prinzip der Manfred, der auch im Leben ist. Dieses sich behaupten, auch gegen eine politische Meinung und auch mal einen Fehler machen und dennoch nicht zu straucheln, das hat mir in dem Film eben gefallen. Hosen runter! Verlassen Sie sofort den Teich! Sie werden wieder kommen, komm mal, komm mal!
Natürlich musste man immer darüber nachdenken, dass wenn ein Vertreter der staatlichen Organe eine Staatsausstülpung in einen Ententeich geschmissen wird, dass es dann Probleme geben kann. Aber Frank Beyer hat natürlich auch gedacht, der ja selbst Genosse war, hat natürlich auch gedacht, wir sind so weit, dass wir so eine Szene drehen können. Nicht? Deswegen muss der Film nicht verboten werden. Ich dachte damals, wir sind zwar die ärmere Gesellschaftsordnung, aber die bessere Gesellschaftsordnung. Das ist das zum Jahr 1966. Da Sie aber nun schon so viel Reklame für diesen Film gemacht hatten, konnten Sie nicht einfach Nein sagen, wie bei den anderen Filmen. Sondern der war ja so hochgepusht, wie kein Film vorher und kein Film nachher. Zu dem großen Fest unserer Republik, zu Ihrem 10. Geburtstag. An diesen heiteren Abend wird die Republik noch denken, wenn sie 20 ist. So alt wird sie nicht. Bist du sicher? Kann ich dazu mal was sagen? Sie können durch Taten auf der Baustelle antworten, Kollege Baller. Jetzt hat der Blitz mal an der richtigen Stelle eingeschlagen, he? Der Film war fertig, der Film war geschnitten und der DEFA-Direktor schickte mir ein Telegramm. Da stand ungefähr drin, bitte kommen Sie nicht zu der Premiere. Es könnte Schwierigkeiten geben oder sowas ähnliches. Sollte mal zu Hause bleiben. Und da wusste ich, dass da irgendwas geplant war. Es wird dunkel, Vorhang geht auf, Kino. 4, 5 Bonzenschleudern fahren durch den Matsch eines Regentages auf eine Großbaustelle. Und als der Krug das erste Wort sagt, irgend so eine kleine harmlose Frechheit, ne? Da schreit einer, wir wollen solche nicht sehen, pfui, pfui. Und es gab einen richtigen, schönen, tiefsozialistischen Tumult. Und dann ging das Licht an und der Film wurde unterbrochen. Und es war so. Ich hatte Todesangst. Und dann ging die Vorstellung so recht und schlecht irgendwie dem Ende zu. Und der Eklat war da, dieser Film, dem war kein langes Leben beschieden. Que sera, que sera, que sera, que sera de mi vida, que sera. Also wenn Sie wirklich fragen, ob ich Angst hatte, dann antworte ich Ihnen wahrheitsgemäß, natürlich hatte ich Angst. Wollte ich denn gleich abgeschaltet werden, schon damals? Wenn's draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Es kommt über mich und bricht mir das Herz. Mag Sonne scheinen oder mag es trübe sein. Ein Gefühl so zwischen Freude und Schmerz. Schönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist nicht nur in Heines Herz Liebe aufgegangen. Es wollen alle mit mir gehen. Keine Stunde wollte ich allein sein, mein ganzes Leben da. Hat ihm so geschrieben, getextet, wie er auch fühlt. Und er fühlt sehr interessant und fühlt sehr, sehr groß. Und das war einfach auch romantisch. Das war einfach eine Art der Sprache, die nicht DDR-Sprache war, die über dieses erlaubte und ewig klein Schlagergesinge weit hinausging. In der Unterhaltung glaube ich allerdings, dass ein Ergebnis des Nachdenkens auch sein darf, nicht zu viel. Drumherum hinein und nachzudenken. Man könnte sonst den Spaß und das Vergnügen verdecken und verdenken. Bei uns gibt es so viele Leute, die nachdenken in den Unterhaltungsredaktionen, in den Musikredaktionen. Und
Wie gesagt, ein Ergebnis des Denkens, weniger denken. Mehr machen. Machen ist immer noch das Wichtigste. Mikrofon ist im Bild. Es kann sein, ich hatte in der DDR so eine unverbogene, das kann schon gut sein, Art zu sprechen und ohne Rücksichtnahmen aller Art und ohne Angst und ohne Scheu, welcher Funktionär dann nun wieder einhaken könnte, zu sprechen. Deshalb war ich gar nicht gern in Interviews zu sehen in der DDR. Und schon im Westen, in den Westen fahren zu dürfen und dort eventuell ein Interview geben zu müssen, das war unmöglich. Das ist nicht ein einziges Mal passiert. Nun bin ich verliebt. Ich bin ganz verrückt nach dir, alles was es gibt. Seide und Samt für dich und dann ab ins Standesamt. Und wenn mich der Mann dort fragt, ob ein Leben lang ich dir die Treue halte, die Treue, dann wird mir schwarz vor den Augen, ich sehe lila und grün. Ich sage ja und Möbel und Kraniche ziehen. Du fragst ängstlich, tut dir etwas weh? Und ich sage nein, ich bin okay. Er hat sich die Welt in sein Haus geholt. Es war sehr, sehr schön dort. Aber er hatte auch eben ein großes Glück, dass er eben diese Frau hatte, die Ottilie. Die hat ihm sehr viel abgenommen. Wenn du schläfst, mein Kind, schau ich dir in die Träume und ich sehe, du träumst davon, wie schön wir sind und ich hüt mich, dass ich keinen Deut versäume. Diese Kinder, die haben einen Halt gegeben und das Haus und das alles, das war sein Palast. Und dort konnte er Menschen empfangen und konnte, ihm ging es gut, materiell. Und viele haben ihn beneidet oder verdonnert. Er ist ein ausgezeichneter Handwerker, der hat in seinem früheren Haus in Ostberlin alles selbst repariert. Der hat seine kleine Autosammlung auch selbst instand gehalten. Der weiß, eine Schraube vom Nagel zu unterscheiden und auch damit umzugehen. Das ist ein unglaublich unterschätztes Allround-Talent. Ich bin ein Mann mit Rädern dran und kann so schnell wie keiner kann. Ich bin ein Mann mit Rädern dran und kann so schnell wie keiner kann. Der hat die Schamlosigkeit besessen und hat eine Party geschmissen, weil er ein Millionär geworden ist. Hier im Westen, in der bürgerlichen Gesellschaft, in der Demokratie, ist das nicht wert, in der Zeitung auch nur mit 3 Zeilen erwähnt zu werden. Verstehen Sie? Aber wenn man im stalinistischen Sozialismus lebt, in der DDR-Diktatur, da ist es eine solche Unverschämtheit. Eine solche Frechheit. Ja, man könnte auch sagen, solches Beispiel von Mut, von moralischer Kraft, dass man sagt, so ihr Heuchler, ich bin jetzt Millionär und ich feiere das. Ja, ich habe sehr, sehr schwer gearbeitet und ich wollte, dass es mir gut geht, wollte auch, dass es der Familie gut geht und habe so viel getan, wie ich nur physisch konnte. Aber auch aus Freude. Nicht nur aus gut gehen lassen wollen Gründen, sondern auch aus Freude, eine Herausforderung zu bestehen. Das ist die Glocke von Rakoven. Die helle, das muss die von Gutweiden sein. Warum läuten die Glocken? Es ist Frieden. Thank you.
machst du denn hier? Ich mach kaputt, was noch ganz ist. Warum? Es sterben zu viele Narkoven, Alte und Kinder. Es gibt nichts zu fressen, nicht mal Holz für die Särge. Aber Scheunen und Ställe. Wozu, frage ich dich, wenn es weder Vieh noch Korn gibt, sind heute schöne Scheunenbretter gut. Gut für Totenkisten, sage ich. Also mache ich kaputt, was noch ganz ist, damit es was Nutze ist. Und was machst du hier? Ich bin der neue Bürgermeister von Rakoven. Aha. Ja, daran erinnere ich mich ganz genau, weil ich vor dem Krug mächtig Dampf hatte. Deswegen übers Land bin ich ja gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin plötzlich angerufen worden von Martin Eckermann, dem Regisseur, hat gesagt, du machst mit mir Wege übers Land. Und habe dann meinen ersten Spielfilm mit zitternden Händen angefangen. Und da muss ich sagen, da war der Manfred richtig Kumpel, der hat das gemerkt und hat sich ein bisschen mich unter seine Fittiche genommen. Wir waren ein Herz und eine Seele. Ich konnte mit Jürgen Heimlich und er konnte mit mir auf eine Art Zuruf zusammenarbeiten. Wenn der aus dem Okular guckte, da genügte mir ein Blick und ich wusste, was er will und was sein muss. Das war eine absolute Kooperation. Und der Krug ist ja auch pfiffig. Der hat zum Beispiel gesehen bei der Kamera mit dem Transfokator, wo der Verstellhebel für die Brennweite ist. Und danach hat er seine Gestik und sein Spiel abhängig gemacht. Wenn die weiter unten war, wusste er, ich bin Großaufnahme. Wenn die oben war, wusste er, ich bin total. Ich habe mit dem Kameramann immer gedacht. Also ich konnte auch immer ungefähr quadrieren, ohne dass ich da war. Das war wirklich so und wurde von den Kameraleuten natürlich bemerkt. Ja? Ich war irgendwie immer nicht aus dem Bild. Aber ich war auch nicht so tief im Bild, dass ich einen anderen verdeckt habe. Das sind so Sachen, die gehen über die normale Freude an der Zusammenarbeit mit wichtigen Mitarbeitern hinaus. Und das ist auch gut so. Wir Kommunisten haben das Unglück der Leute nicht gemacht. Und jetzt erwarten sie ein Wunder von uns. Aber wir sind keine Wundertäter. Ich würde auf der Stelle mit dem lieben Gott paktieren, wenn er mir den Mann mal schicken könnte, der 5000 Leute satt gemacht hat mit 3 Heringen und einem Brot. Aber da können wir lange warten. Wir müssen dem Elend gemeinsam zu Leibe rücken. Die Arbeiterklasse zusammen mit den Bauern. Mich interessiert keine Arbeiterklasse, mich interessiert, wer mir Milch und weißes Mehl verschafft. Mit dem werde ich paktieren, Bürgermeister, und wenn es der Teufel wäre. Kann doch nicht sein, dass ich mit den Kindern durch den verfluchten Krieg gekommen bin und jetzt sollen sie mir verrecken. Dicht neben der Mühle, mitten zwischen Bauernhöfen, wo es Mehl und Milch gibt. Das kann doch nicht sein, dass ihr Aufrufe schreibt, wo die Leute sterben. Na tun Sie doch was! Ja, mit Manfred Krug konnte man einfach spielen. Also er war unheimlich direkt, sag ich mal. Natürlich war er auch gewieft. Er war sehr gewieft und was ich nicht wusste, er hat immer zu seinem Vorteil die Kameras sich drehen lassen. Das war, der hat mich mal so gedreht, mal so, nee, musste so, mal so, damit er im Bild. Ich habe das alles gar nicht gewusst. Ich habe gespielt und da war mir egal, ob ich mit dem Rücken zu sehen war oder vorne. Also Hauptsache, er war drin, das hat er immer drauf. Das hat er aber so geschickt gemacht, dass man es eben nicht gemerkt hat. Ne? Ah, der Herr Bürgermeister. Was gibt's? Recht schönen guten Morgen. Sie sind enteignet. Im Namen der Arbeiterklasse... Sie können mich mal am Arsch lecken, mitsamt Ihrer Arbeiterklasse. Also er hat keinen Jubel Film gemacht, sondern er hat die Filme realistisch betrachtet und hat also auch seine eigene Meinung damit eingebracht und hat gesagt, Kinder, das mache ich nicht. Oder muss ich hier ein Parteiabzeichen tragen? Und dann hat er das tragen müssen, weil gesagt wurde, ja, du bist zwar Genosse und du musst das Parteiabzeichen. Und dann hat er beim Dreh immer so die Hand gehalten und hat das Parteiabzeichen damit weggedrückt. Kaum spielte ich mal einen Expressis Verbis Kommunisten, kriegte ich sofort den Nationalpreis. Was ich alles vorher gespielt hatte, das war nicht mal für einen Heinrich-Greif-Preis von Belang, weil es da kein Geld gab. Und schon kriegte ich ihn. Für uns war das schon eine große Ehre, muss ich sagen. Wir wurden alle mit einem Kollektivpreis ausgezeichnet, erster Klasse. Ja, das ist das Foto, was im Neuen Deutschland ist. Das hängt bei mir hier vorne im Flur.
Da sieht man den Walter Ulbricht, da sieht man den Abusch, Alexander Abusch, brüllend lachen, sodass ich Angst hatte, sein Gebiss fliegt raus. Das war auf der Titelseite des Neuen Deutschland, war dann dieses Foto erschienen. Und so und dieses Bild ist dann so entstanden, hat er ihm gesagt, na, Genosse Krug, haben Sie denn jetzt die richtige Richtung gefunden? Und ich sagte, Herr Ulbricht, ich weiß gar nicht, Genosse Ulbricht, ich weiß gar nicht, woher Sie das wissen, dass ich Richtungsschwierigkeiten gehabt haben soll. Und dann war eine Sekunde und dann lachte der Ulbricht als erster los und dann löste sich der Hofstaat und lachte mit. Ja. Die falschen Freunde, die mir schmeicheln, die scharf sind auf die scharfen Sachen und selber in die Hosen machen. In dieser durchgerissenen Stadt, die hab ich satt. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu Biermann. Und dann wurden wir beide etwas allmählich, etwas kritischer und aufmerksamer, aber voneinander durchaus entfernt. Wir hatten zwar jedes Jahr zweimal, ganz bestimmt zweimal zu seinen Geburtstagen, gab es immer wunderbaren, wunderbaren Schweinefiletbraten mit Banane. Das war ein fantastisches Gericht, das er immer kochte. Und im Treppenhaus, dort trafen wir schon auf die Stasi-Leute. Und ich dachte mir, es ist eigentlich ein Scheißleben. Der muss sich doch immer darüber klar sein, dass da immer die Stasi rumfliegt. Ne? Und sagt mir mal, wozu ist gut? Ganze Bürokratenbrut, sie wälzt mit Eifer und Geschick dem Volke über das Genick. Der Weltgeschichte großes Rad, die haben satt. Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen. Es war, das kann ich Ihnen versichern, ich sagte an diesem Tag, als das im Fernsehen kam, wenn das mal nicht der Anfang vom Ende der ganzen DDR ist. Im Zusammenhang mit dem Fall Wolf Biermann herrscht hier in Ost-Berlin eine gespannte Atmosphäre. Die Zahl der Unterzeichner einer DDR-Protestresolution gegen die Ausbürgerung von Biermann ist von 13 auf 33 angestiegen, darunter viele Schauspieler und Künstler. Es klingelt. Und rein kamen Uli Plenzdorf und Schlesinger und zeigten mir den Zettel mit der berühmten Petition und sagten, hast du denn nicht Lust, das auch zu unterschreiben? Ich las das, sagte ohne das geringste Zögern, ja, da habe ich Lust zu, das unterschreibe ich sofort. Unterschrift, tschüss. Und weg waren sie und meine Frau sagte, ist dir klar, was das bedeuten kann? Und ich sagte, ist mir klar, was das bedeuten kann. Ende. Jedenfalls haben sie hat die Stadtsicherheit eben sie bearbeitet, alle einzeln, die Unterzeichner der Solidaritätsliste. Und da haben dann viele Angst gekriegt und haben sich breitschlagen lassen. Und Manfred Krug eben nicht. Aber der einzige Mann, der keine Chance mehr hatte, das war ich, weil ich irgendwie, ich klinge immer wie ein Redelsführer. Ich glaube, es ist so. Ich spreche ganze Sätze und so und klinge wie einer, der das Ganze losgetreten hat. Ja? Manfred Krug hat dann immer noch wieder Treffen gehabt und die wurde sehr von der Stadtsicherheit in der Zeit bewacht. Alles, jeden Schritt und Tritt. Und im Laufe der Zeit hat er dann wohl auch gedacht und kriegt auch nichts mehr zu tun. Und ich weiß auch, dass die Stasi so
infam war, ein Konzert von Manfred, wohl mit Fischer oder wie auch immer, mit lauter Genossen auszustatten, die buhten und brüllten und schrien und randalierten. Ne? Und dass sie ihm damit zeigen wollten, dass sie ihn vernichten konnten. Und wenn er erlebt, dass sie ihm sogar das Konzert kaputt machen, indem der ganze Saal voll ist mit diesem Pack, das dort sitzt wie die Steine und keine Miene verzieht. Ne? Die Geschichte kennen Sie ja. Das beeindruckt einen Mietkünstler unheimlich. Wenn er gegen Gage irgendwo auf der Bühne steht und das Publikum sitzt da wie ein toter Sack. Das war der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Ne, diese Biermann-Geschichte da. Und dann haben wir festgestellt, das hat hier einfach keinen Sinn mehr, was zu machen. Es kommt eine dunkle Wolke rein. Es soll und muss geschieden sein. Als dann publik wurde, dass Manfred einen Ausreiseantrag stellte, das war natürlich ein unheimlicher Schock. Also für mich persönlich, und ich werde ja jetzt gefragt, war es ein großer Schock. Weil Manfred Krug war ja einer von uns. Mich hat es sehr überrascht, weil das hätte ich bei Krug nicht gedacht. Aber ich habe dann begriffen, warum. Der war verbittert schon. Er war richtig verbittert, weil er gesagt hat, warum lassen sie ihm nicht die Freiheit, dahin zu fahren, wo man will. Man kommt ja wieder. Dein Schatz. Macht mir das Herz schwer. Ich hatte ein wunderbares Haus, einen wunderbaren Garten, schöne Antiquitäten zusammengesammelt, ein paar alte Kutschen zusammengesammelt und restauriert und repariert, ein paar alte Autos zusammengesammelt und repariert, drei Kinder, die gesund aufwuchsen, eine Frau, die ich immer noch liebte, die war immer noch mädchenhaft und schön. Alles das hatte ich. Wie kann ich da nicht traurig gewesen sein, dass ich jetzt zu verschwinden hatte? Was haben Sie eigentlich heute zurückgelassen? Die DDR, die mir in letzter Zeit eine ganze Menge Schwierigkeiten gemacht hat und es hat mir eigentlich nicht so viel Tränen in die Augen getrieben, die DDR zu verlassen. Aber die DDR, die ich verlassen habe, und bei der es mir schwer gefallen ist, sie zu verlassen, das waren die Leute, das Publikum. Und ich glaube, da gab es eine ziemlich besondere Beziehung zwischen dem Publikum in der DDR und mir. Ein paar persönliche Freunde, Verwandte, liebe Leute. Das war ein Verlust, das war wie eine Amputation, so habe ich das damals empfunden. Und ja, ich war eigentlich total traurig, richtig gehend traurig. Ich war nur traurig, dass der nun auch noch geht. Ne? Wir haben ihn verloren hier, ne? Mit allem, was ihn ausmacht. Und das war schon ein Verlust, er war jemand. Werden Sie Sehnsucht haben? Okay. Ja. Tut's denn weh, Herr Krug? Heimat verlassen, Menschen verlassen, Haus verlassen. Ja, der wollte ja die Träne sehen. Sie kriegen keine zu sehen, das sage ich Ihnen jetzt schon. So hush, little baby, don't you cry. Er ist ein Rundum-Entertainer, ein Mann, wie wir ihn in der Bundesrepublik bisher nicht hatten. Nun haben wir ihn. Manfred Krug ist seit 3 Tagen in der Bundesrepublik, um es genau zu sagen, in West-Berlin. Ich glaube, dass es interessant ist, von Ihnen zu erfahren, obgleich sicher eine banale Frage ist, wie so die ersten Eindrücke sind. Sicher ist da Wehmut im Spiel. Ich glaube, dadurch, dass es nicht einfach ein Umzug sein kann, was ich gerne gemacht hätte, sondern eben doch eine Art von Amputation, durch die Verhältnisse in beiden Deutschlands. Dadurch ist sicher Schmerz und Wehmut im Spiel. Wenn ich von drüben rüberkam, als ein Schauspieler, den man drüben schon kannte und hier noch nicht,
und ich wollte hier auch arbeiten, dann musste ich irgendwie ein bisschen bekannt werden. So sieht ein DDR-Millionär aus, meine Damen und Herren. Herr Koch, was daran war? Millionäre stapeln ja immer tief. Ja. Deswegen habe ich meine teure Jacke auch draußen gelassen heute. Der DDR-Millionär, der sich im Westen wohlfühlt, was denn mit dem Wohlfühlen? Nicht darüber grübel ich wohl noch ein bisschen. Ja. Und ich glaube nicht, dass man nach 14 Tagen so genau sagen kann, Tom, wie wohl man sich wirklich fühlt. Hm. Allerdings habe ich mit einem Sprung ins kalte Wasser gerechnet und bin eigentlich ganz erfreut, dass er nicht so kalt war. Da kam ich mit meinem DDR-Feeling und mit meinen DDR-Ohren in diese westliche Welt. Und da sagte plötzlich einer, ich wäre ein Star. Da hat es mich gegraust. Aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Und was da alles da ist, das ist nicht mehr so schlimm. Sie wissen, dass Sie da so etwas Einmaliges sind. Etwas, was wir hier, wie ich das eben, glaube ich, schon mal gesagt habe, überhaupt gar nicht kennen. Ich glaube, da haben Sie ein bisschen übertrieben. Hoffentlich hängen Sie die Trauben nicht gleich zu hoch mit dieser Ankündigung. Das mag alles sein. Ich muss nur jetzt erst mal antrainieren und sehen, was die Leute hier sehen und hören wollen. Franz Meerstorm. Seine Kollegen und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Ich konnte mit dieser Serie wirklich die ganze Welt sehen. Und das habe ich nach Herzenslust und mit sehr großer Aufmerksamkeit getan. Und bin dadurch noch schlauer geworden. Weiter. Setzen wir uns da drüben in den Tisch. Verzeihen Sie, ist einer der Herren Franz Meerstorm? Ja, ich bin das. Warum? Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Sigismund von Hofmeister. Ich bin Botschaftsattaché dritten Grades der Deutschen Botschaft in Mexiko. Mach doch nicht. Es waren so kleine Geschichten, Märchen, die aber einen großen Charme hatten, je nachdem, wie man sie eben darstellt. Ein Mann in den besten Jahren. Echt? Sie könnten doch die halbe Welt bereisen. Amtlich? Ja. Aber das eine sage ich Ihnen gleich, ich kaufe nichts. Ja, ich komme mir auch schon vor wie ein Vertreter für Haarwasser. Wir brauchen Sie. Mich? Wir brauchen einen deutschen Trucker, der in Mexiko das deutsche Know-how, die deutschen Interessen, die deutsche Kultur. Mich? Für Mittelamerika? Nein, nie wieder. Sie wären ein gemachter Mann. Wir sind hier durch das ganze Land von Mexiko gekommen und haben da diese Staffel, diese Mexiko-Staffel eben zusammengedreht. Ein fahrender Sänger, von niemand gekannt, ein Rattenfänger, das ist mein Stand. Hören Sie doch auf mit dem Geknödel! Und für dieses dämliche Dreirad hau ich dir auch noch mal einen auf den Deckel, du Depp, du! Bei aller Sympathie, lieber Franz, wir sind noch nicht per Du! Was Sie mich können, Sie können mich nicht mal machen. Nicht vor dem Kind sagen Sie dieses böse Wort! Ich bin Legationsrat, ja? Ich bin Lastwagenfahrer, aber von mir können Sie lernen, wie man mit einem Kind spricht, Sie Ferkel! Wir wohnten in einem total einsamen Hotel in Mulegé, in einer winzigen Ortschaft. Diese ganze Ortschaft hatte ein Telefon, das aber nicht ging. Also man konnte sich gar nicht damals verständigen. Und da saßen wir immer in dem kleinen Hotel im Garten halbe Nächte lang und erfanden die Welt neu. Wir haben ja in Mexiko nächtelang am Meer gesessen und haben über Philosophie, über Gott und die Welt geredet. Und ja, da kamen wir uns natürlich näher. Ich habe mich gefreut, dass ich mit ihm zusammen was spielen kann und von dem noch was lernen. Weil der kann wirklich viel, der Manfred Krug. Was ist denn los? Was ist das für ein Geschrei? Du hast gesagt, wir sollen auf das Vieh aufpassen. Also habe ich aufgepasst. Ich wüsste nicht, dass wir uns duzen. Ach, das ist doch völlig wurscht. Manfred war ja auch immer Regisseur, ohne dass die Leute, die da tatsächlich Regisseur, das merkt. Der hat immer seine Geschichten gebaut und es war immer
präzise und auch drehbuchmäßig. Wenn was nicht stimmte, hat er das korrigiert. Und da sind wir nachts bis um 12:30 oft gesessen, der Regisseur, der Werner Masten und ich, und haben uns im Mitschreiben abgewechselt. Und Manfred ging mit der Zigarre in der Hand auf und ab und hat frei improvisiert die Texte diktiert, ja, uns, die dann noch abgeschrieben wurden von der Sekretärin. Und am nächsten Tag wurde das gedreht. Bei den Mexikanern ist der Wurm drin. Ach, bei den Mexikanern ist alles so wie bei anderen Leuten auch. Aber der Wurm ist drin. Das macht doch nicht. In jeder Flasche. Jetzt ist er in deinem Glas. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ja. Ja, vielleicht bin ich deswegen überhaupt 75 geworden. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, muss ich Ihnen sagen. Weil ich mich da so rangenommen hatte, ja. Weil das Ersatz für Sport war und da musste ich rumrennen und pesen und ankoppeln und abkoppeln und wenden und ich weiß nicht was noch alles. Also das war auch physisch eine Belastungsprobe. Na gut, ich bin nicht so, hier hasse. Das war schön. Also das ist, kann einem kann natürlich auch keiner nehmen. Das sind Erinnerungen, die sind da. Ja. Wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre mir diese Zeit sehr triste geworden. Er hat ja auch im Fernsehen wirklich einen solchen Truck gefahren, nicht? Viele. Durch viele Länder und durch viele Wüsten und Eismeere habe ich diese Dinger immer gefahren. So, und jetzt haben wir einen neuen Titel. Die und beiden jetzt singen haben zum ein ersten Herrenduett. Mal. Das ist auch mal ganz nett. Ein völlig neues Gemeinschaftsgefühl. Ich bin zufällig auf Günter Gabriel gestoßen 1977 oder 78. 78 möglicherweise. Er war ein junger, dynamischer, heiterer, verrückter, chaotischer, netter Mann. Es hat eine wunderbare Geschichte. Die Geschichte von Günter Gabriel und Manfred Krug. Zwei völlig verschiedene und doch so ähnliche Menschen. Die Geschichte hat dahin geführt, dass dieser Manfred Krug tatsächlich mit mir ein Duett aufgenommen hat. Es hat auch sehr schön geklungen, war ein totaler Flop. Keine Sau wollte es haben oder hören. Und das war die erste Begegnung. Wenn Sie mich fragen, ein starker Titel von Günter Gabriel und Manfred Krug. Ich kenne viele gute Leute, die eine harte Arbeit tun. Keine Zeit, sich dabei auszuruhen. Du siehst sie weder in der Zeitung noch im Fernsehen, wie sie sich alle quälen. Drum wird es Zeit, sie einmal einzeln vorzustellen. Es war auch ein wunderbarer Song über die einfachen Leute, die das Leben ausmachen in diesem Land, die dafür sorgen, dass Steuern bezahlt werden und dass der Laden läuft. Es sind nicht die hohen Herrschaften, die greifen ab. Und das war genau die Philosophie, der er auch vertrat. Hallo Dortmund hieß der Film, der Song, ja. Und wir waren damit auch ein paar Mal im Fernsehen, ja. Ich sing für den Mann, der den Hammer schwingt, der aus Eisen haut und trifft. Und ich sing auch für die Frau, die die Schrauben sortiert mit dem roten Lippenstift. Dieses Lied ist für die Feuerwehr. Also Manfred Krug ist schon ein Naturereignis. Ich meine, solche Leute, die gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Er gehört in die Kategorie Kinski, Lucio Colani, ja, auch Van Wilder, Karl Lagerfeld und Günter Gabriel. Hallo München, Hamburg, Kreuzberg, Kiel und Mainz. Ihr alle seid für mich die Größten, ihr alle seid die Nummer eins. Ihr alle seid für mich die Größten,
ihr alle seid die Nummer eins. Normalerweise denkt man, der, wie viel wiegt der? 20 Kilo? 20.000 Pfund? Oder was wiegt der? 2 Tonnen? Oder ein Riesenkerl? Da brechen ja ganze Hoteletagen zusammen. Da erwartet man eigentlich, dass der so eine richtige Brecher, brutale Bariton, tiefe Bassstimme hat. Nein, hat er eben nicht. Er hat nämlich eine Tenorstimme. Also mehr eine Tenorstimme. Das ist ja schon merkwürdig. Aber das macht ja vielleicht auch den Reiz aus. Schon auf, während ich noch sauf. Ich friere. Der Laden ist schon kalt und ich fühl mich alt. Ich friere. Also nach einem Jahr ungefähr dachte ich, eigentlich bist du ja drüben als Schauspieler und Sänger weggegangen. Dann kannst du ja hier den Leuten mal allmählich sagen, dass du da eben auch gesungen hast. Er hat damals mit dem Peter Herbolzheimer etwas gemacht. Ist mir noch sehr wohl in Erinnerung, und meinem alten Freund Ingfried Hoffmann, so viel ich weiß, auch. Wie weit man der Ingfried mit der Platte was zu tun hatte, aber das war auch ein ganz guter, vernünftiger Schritt. Ich finde, das passte auch gut und war ja auch in erster Linie so ein wir würden ihn nicht als Jazzsänger bezeichnen, aber einer, der sehr unter Jazz-Einfluss stand. Das begreif ich wohl nie, wie du reinkamst mit dem Mann. Bellamy. Und er hauchte dir ins Ohr, Sherry. Manfred Krug gelang es, den Komponisten Ingfried Hoffmann mit dem Arrangeur Peter Herbolzheimer zusammenzubringen. Das Ergebnis klingt beachtlich, zeigt es doch, dass hierzulande, wenn die wirklich Kreativen zusammenkommen, mehr entstehen kann als ausgelaugter Schlagersound. Ihr seid ein schönes Paar, viel zu schön. Fernsehspiele, Drehbuchaufträge, nun die erste Platte. Krug hat hierzulande bereits Fuß gefasst. Da bist du ja mit Peter Herbolzheimer, ist eine wirklich wahnsinnig erfolgreiche Platte, insofern als sie wirklich historisch zu werden ist. Also ich meine, da war der Krug gerade mal wieder auf der Szene noch dazu, das Land verlassen, sein Land, jetzt in das andere Land, was auch sein Land war, und dann mit Herbolzheimer im Studio gleich, die verehrten sich beide und dann kam diese Aufnahme zustande. Wenn ich dich sehe, dann werd ich froh. Ob dich das kümmert oder nicht, das ist mal so. Ja, er ist, glaube ich, auch so eine Art von schauspielender Entertainer. Also mir ist immer aufgefallen, also man darf ihn nicht nach rein sängerischen Maßstäben messen, obwohl er eigentlich sehr gut singt. Aber ich glaube, bei ihm ist das, sagen wir mal, was er als Schauspieler immer in der Lage war rüberzubringen, hat er auch als Sänger auf der Bühne und im Studio natürlich auch immer dann entwickelt. Also mehr als jetzt nur ein Stück zu singen, sondern dieses auch zu gestalten aufgrund der Art seiner Persönlichkeit. Und da ich der Meinung bin, dass ein Schlager die Welt nicht verändern wird, ein Schlagertext, die dreht sich genauso gammelig weiter wie bisher oder so glücklich weiter wie bisher oder so unglücklich weiter wie bisher, jedenfalls Schlagertexte ändern daran nichts, sage ich mir, dann stürzen wir uns lieber ein bisschen mehr auf die musikalische Qualität und lassen die Poesie, eben ist das mehr aus dem Spiel. Du das kapierst, das wird ganz schlimm für mich, wenn du mich mal verlierst. Das wird ganz schlimm für mich, wenn du mich mal verlierst. Die Platte war da bei Intercord. Und die Platte war auch nicht so schlecht. Da ist ein wunderbares Lied drauf. Das heißt Ade. Das ist von zwei Liebenden, die sich voneinander verabschieden, weil sie einsehen, das wird alles nichts.
Und das habe ich damals gesungen mit Katharina Valente. Schreib mir, wo du bleibst. Mir hat er mal erzählt, dass das Duett mit Katharina Valente das Stück war, was ihm eigentlich so am nahesten war. Irgendwann im Leben Ade. Mach es nicht so schwer. Es ist ein wunderschönes Lied geworden. Es wird heute noch mit Uschi gesungen, ja. Uschi ist die Einzige, die auf eine andere Weise an die Gestaltung von Frau Valente rankommt. Großartig. Ade. Schreib mir, wo du bleibst, ob ich dich noch seh, irgendwann im Leben. Ja, er könnte auch mit dem Klavier alleine, mit dem Piano alleine singen. Mit seinem Timing, mit seinem Rhythmus würde er ein ganzes Konzert wegschleppen und keiner würde eine Rhythmusgruppe vermissen. So ein, man kann schon sagen, so ein Arsch hat er in der Hose beim Singen und beim Sprechen ja auch. Ja. Ich war, oh Wunder, ein Schauspieler und nicht ganz so schlecht und ein Sänger und nicht ganz so schlecht. Beides. Ein multiples Talent. Wenn ich mir das erlauben darf zu sagen. Wenn Manfred Krug Rechtsanwalt geworden wäre, wäre er Liebling Kreuzberg gewesen. Ist es eine Kultserie gewesen oder ist es für manche Leute sicherlich noch ein ziemlicher Blockbuster? Das kennt einfach jeder, dieses Saxophon von Klaus Dollinger und die Rolle von Manfred Krug als Anwalt, Liebling. Liebling Kreuzberg war eine revolutionäre Anwaltsserie, weil man mal die Anwälte nicht so als Sakkoträger und steife Schreibtischhengste gezeigt hat, sondern Menschen mit Herz. Senta. Paula. Paula, Entschuldigung, sehen Sie mich an. Nehmen Sie sich an meiner Kaltschnäuzigkeit ein Beispiel. Schluss jetzt mit dem Heulen. Ja, das ist ein Mann, der hat überhaupt keinen Bock zu arbeiten, er stinkt faul. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich schlafe gerade über einen sehr wichtigen Fall. Aber auf der anderen Seite kann er es auch nicht lassen, hat einen ausgeprägten Sozialtick und macht sich dann doch unfreiwillig zum Helden. Na, Kujak. Ja, schon recht. Na, erinnern Sie sich noch an mich? Na doch, da ein Anwalt wie ich bis jetzt hatte, hatte das eine ganze Latte in die einsame Spitze. Mal eine ganz andere Frage. Wie viele Vorstrafen haben Sie? 6. Raub, Einbruch, Raub. Sind 3. Und jetzt selber nochmal. Das sind 6. Genial! Ist das nicht ein herrliches Gefühl, einmal im Leben in eine Verhandlung zu gehen und die haben so ein kleines Stückchen in der Hand und wir die Bombe in der Tasche? Ich hab's immer gewusst. Du bist mein Glück. Ich meine, er ist der Sinnbild für Coolness, weil der ist einfach so rotzig. Der hat das ganze deutsche Fernsehen so gerockt, ja? Also, weil es einfach so gnadenlos direkt und ehrlich und mit einer Lässigkeit irgendwie aus dem Handgelenk. Ich nehme die gelbe. Welche Krawatte die passende ist, hängt natürlich entscheidend vom Kleid Ihrer Dame ab. In der Beziehung habe ich es günstig. Wieso geht die nackt? Ich habe keine Dame. Oder wollen Sie mitkommen? Das war Spaß, war Spaß. Wer ist das? Ihr Verderber. Was? Rechtsanwalt Cornelius. Fangen Sie jetzt eine Schlägerei mit ihm an? Klar, warum nicht? Jetzt auf die 12. Guten Tag, verehrter Herr Kollege. Ach, guten Tag, das ist Rechtsanwalt Liebling, Rächer der Enterbten. Der Glücksumstand und mit ein großes Teil des Erfolgs ist ja der, dass der Autor Jurek Becker diese Serie seinem Freund Manfred Krug auf den Leib geschrieben hat. Also diese Figur von Liebling ist ja für den Krug erfunden, für den Manfred Krug erfunden und geschrieben. Das ist ja schon mal ein Fund. Das war einfach ein Wurf. Die Drehbücher waren einfach gut. Welche würdest du nehmen? Die rote. Die rote. Hier ist Otto.
Ich muss mich vielmals entschuldigen, Herr Liebling, aber ich kann nichts dafür. Wir sind nicht im Internat. Sie brauchen sich nicht zu erklären. Bitte schön. Ach so, wann muss ich im Gericht sein? In 20 Minuten. Oh, ja, dann lohnt sich nicht mehr. Herr Otto. Mein Gott, diesmal müssen Sie aber in einen Schwerfall geraten sein, Sie Ärmster. Kennen Sie nicht die goldene Anwaltsregel Nummer 1? Je dicker die Akten, desto dicker das Honorar. Ja, warum kommen Sie nicht auf? Weil Sie keinen Fahrstuhl haben und ich keine Amsel bin. Und kennen Sie die goldene Anwaltsregel Nummer 2? Na? Stopft ihr den Kopf nicht voll mit Fakten, dafür gibt's Akten. Sind das Rosen? Ja. Rote? Ja. Ist eine Nachricht dabei? Nein. Was ist das da? Das ist ein Brief. Können Sie den bitte vorlesen? Du Mann meiner Träume. Da erlaubt sich jemand einen Scherz. Liebling und die Frauen. Ja. Ja, ja, Liebling war ein großer Womanizer und hat sehr verschiedene Frauentypen angesprochen und gehabt. Also, irgendwann erfährst du es ja doch. Ich hatte heute vor, dich zu verführen. Da freu dich mal nicht zu früh. Rosemarie? Hm? Erziehst du mich jetzt gerade? Was sagst du? Du musst ihn ein bisschen hinlegen. Miriam, du wunderbares, großes, weißhäutiges, rothaariges, geliebtes Frauenzimmer. Alle standen sie auf ihn. Tja, was hat der Mann? Was hat der Mann? Ja, er bringt sie zum Lachen. Und er ist einfach selbstbewusst und charismatisch und hat eine tolle Stimme. Ach, du machst das Licht aus. Es könnte sein, dass mich jemand sieht. Hier? Wer zum Beispiel? Du. Ich glaube, ich würde daran zerbrechen. Du wirst es vielleicht verkraften, aber wozu ein unnötiges Risiko eingehen? In Ruhe ist das hier wie in Kreuzberg. Hast du vorhin auch an die Geschichte zwischen deinem Vater und meiner Mutter gedacht? Wann? Wohin? Als wir oben gelegen haben. Da nur nicht gerade, aber ich denke euch dann ran. Iris Berben, der habe ich sogar noch einen langen Brief geschrieben, ob sie nicht mir den Gefallen tun würde, eventuell, dass sie länger meine Freundin bleibt. Ja, wollte ich wirklich haben. War ja eine, ist ja immer noch eine wirklich aufregende und angenehme Frau. Und sie wollte aber mal was anderes machen. Sie wollte sich nicht auf eine Serie festknallen lassen. Das ist ja eine Ewigkeit nicht vorgekommen, dass mich so früh am Morgen eine schöne Frau geküsst hätte. Ah ja, und deine Konkubine küsste dich nie? Sarah Liebling musste sich viele Frauengeschichten bei ihrem Papa angucken, aber letzten Endes wusste sie, dass sie einen Platz in seinem Herzen belegt, die keine irgendwie belegen könnte. Tag, mein Schätzchen. Papa. Na? Willst du uns nicht miteinander bekannt machen? Das ist mein Vater und das ist Frau Rosemarie Mong, Papas Freundin. Papas Freundin. Und das ist Michael Wilmer. Das ist schön, dass man sich mal trifft und kennenlernt. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich bin zum Beispiel 52. Nein, danke. Schneller. Also ich würde vorschlagen, wir verschwinden jetzt und ich komme nächste Woche vorbei und wir reden über alles, ja? Tschüss. Tschüss, Frau Mong. Wenn die Leute mich auf der Straße sehen, bin ich zuerst immer noch die Tochter von Manfred Krug. Immer. Es gibt auch Leute, die heute noch auf mich zukommen und mir an die Nase fassen. Ach, die Kleine aus Liebling Kreuzberg. Total verrückt. Wenn Krug am Set auftauchte, merkte ich, ohne ihn gesehen oder gehört zu haben, am Verhalten des Drehstabes, der ist jetzt da. Weil alles ging ein bisschen leiser, alles ging ein bisschen schneller, alles ging, jeder hatte sofort alle Sensoren ausgefahren, weil, ja, jetzt kein Mist bauen. Also
Ich habe Manfred wirklich von einer besonderen Seite kennengelernt. Ich weiß, dass viele Leute vor ihm Schiss haben, weil er irgendwie ja doch eine sehr große Persönlichkeit ist. Ich sage immer, das ist so diese Selbstverständlichkeit von großen Wesen, die keine natürlichen Feinde mehr haben. Haben Sie Senta entlassen? Die Damen haben schon Feierabend. Das heißt, wir sind allein? Sie sagen es. Das heißt, ich kann Sie anschreien, ohne dass uns jemand hört? Ich würde es hören. Denken Sie, ich merke nicht, dass Sie mir seit Tagen aus dem Weg gehen? Ich bin Ihnen noch nie aus dem Weg gegangen. Betrachten Sie unser Verhältnis als angespannt. Was den Lieblingen auszeichnet, sind natürlich einfach diese Ticks, diese Spleens, die er pflegt, sei es die Zigarre, der Cognac, die Götterspeisen, diese ganz, ganz schrägen, grässlichen Schlips. Weil da waren ja auch noch ganz schräge Mützen teilweise dabei. Also er war auf eine Art total uneitel, aber in dem hat er doch einen eigenen Stil gehabt. Und es war ihm völlig egal, was die anderen über ihn denken. Schmeckt Ihnen das? Nee, das ist eine dumme Angewohnheit von mir. Alle drei. Zum Beispiel eine Szene, wo der in völlig bescheuerten Boxershorts auftritt. Sagt, ja, ich sehe sowas von scheiße aus. Aber die Leute haben ihren Spaß dran. Die sollen sich nicht langweilen und das ist okay. Ich fand es sehr schade, dass die Serie dann eingestellt wurde, nachdem Jurek Becker gestorben ist. Aber das war klar, das hätte keiner weitertragen können, weil das zu persönlich war, auch zwischen Manfred und ihm. Ich begreife immer noch nicht, warum Sie aufhören wollen. Muss ich mir da Vorwürfe machen? Vorwürfe? Kann ich mir leisten, aufzuhören? Oder denken Sie, ich bin Anwalt aus Liebe zur Rechtspflege? Ja, irgendwie denke ich das. B fängt die Sache an, mich schrecklich zu langweilen. Zu langweilen? Warum? Ja, ich wiederhole mich doch nur noch. Ich sage zu allen Leuten dasselbe. Zu Mandanten, Richtern, Staatsanwälten, Zellenschließern, zu Paula. Aber sieh mal, die Arbeit hat dich auch irgendwie jung gehalten. Ich habe Angst, dass du jetzt ein oller, verbiesterter Mann wirst. Du musst dir darüber keine Sorgen machen, Schätzchen. Ich bin längst nicht so einsam, wie es dir vorkommt, weißt du? Ich komme da durch. Und wenn ich mal ganz in Not bin, dann melde ich mich auf der Stelle bei dir. Aber nicht vergessen. Ich würde sofort mit ihm wieder drehen. Also insofern vermisse ich ein bisschen die Zeit. Und wäre auch gespannt, ob er dann sagt, ich habe mich weiterentwickelt oder mit mir schimpft, wo ich mich nicht weiterentwickelt habe. Das weiß man nicht. Ich vermisse die Zeit, mit ihm zu arbeiten, schon sehr. Er ist für mich ein Freund. Und ich bin, glaube ich, auch ein Freund für ihn. Wir verstehen uns heute noch, wir sind befreundet. Ja, ich bin einfach wahnsinnig gern mit ihm zusammen. Sie waren wie ein altes Ehepaar. So gingen sie miteinander um. In der Szene liebevoll oder mal auch grantig. Das bringt doch den Reiz in die ganze Sache. Da rief mich eines Tages der wunderbare Regisseur Hartmut Griesmeier an. Würdest du den Tatort-Kommissar machen? Und da habe ich sofort zugestimmt und Hurra geschrien und gesagt, mach ich. Guten Abend, entschuldigen Sie die späte Störung. Mein Name ist Stöver, das ist mein Kollege, darf ich eintreten? Und das habe ich auch gern gemacht, weil da gibt es die Möglichkeit, ein bisschen was aufzubauen, was Schrolliges in einer Figur aufzubauen und die Leute sozusagen, die Zuschauer sozusagen, an den Typus, den du da spielst, zu gewöhnen. Das ist sehr angenehm. Wir müssen herausfinden, wo und mit wem dieser Koslowski verkehrt hat. Soll ich das herausfinden oder du? Ja. Was, ja? Ja, ich oder du. Hast du gehört? Eine Leiche in einer Pension, wir sollen hinkommen.
Ja, eine Leiche heißt immer, dass ein Mensch sowieso schon tot ist. Kommen wir wieder zu spät. Wir kommen immer zu spät. Das ist ein Beruf. Die Gags, die da drin sind, die lustigen Sachen, die haben die beiden da ausgekocht, sage ich mal, abends in diesen Drehbuchbesprechungen. Ich war immer der Einkäufer, aber wir haben oft auf dem Zimmer ein Abendbrot gemacht. Dann sind sie eben dann mit ihrem Brot und ihren Tomaten dann aufs Zimmer gegangen und haben dann gearbeitet. Und so bastelt und baut man auch an einer Verbesserung des Publikumsgeschmackes mit. Hallo? Hey, Alter, so bin ich auch noch nie beglotzt worden. Na und? Steckt doch eine Menge Arbeit in deinem Körper. Kann ja nicht alles umsonst gewesen sein. Der ist aber für die Damenwelt und nicht für alte, schwule Kacker. Sowas muss man sich sagen lassen. Dieses Bild ist einfach drin, weil er so gespenstisch war für so einen großen Mann. Bitte gucken! Dieses Outfit, dieses Uneitle. Was ist das Leben? Das Leben ist ein Karawan ohne Räder. Wir sind alle Dauercamper. In der Prärie unserer Träume. Ja, das sind Sachen gewesen, die sind nicht von den Drehbuchautoren gewesen unbedingt. Also das ist dann schon von Manfred gewesen oder was mir mal eingefallen ist. Kommen Sie mal bitte. Was ist denn? Flaumst du mich denn hier vor den Leuten an? Da soll ich dir einen Bussi geben, oder was? Dann kriegt doch gleich jeder mit, dass ich dich lieb habe. Das kam wohl sehr deutlich rüber, dass da zwei Leute waren, die einerseits auch Auseinandersetzungen hatten oder Schwierigkeiten, sehr verschieden waren, sehr unterschiedlich waren. Gleichzeitig aber war ja fast eine freundschaftliche Liebe da, nicht? Ich komme ja nicht dazu, andere Leute kennenzulernen. Immer nur dich. Und jetzt musst du wenden. Wir fahren zum Dove-Elbe-Kanal, da liegt eine Frauenleiche. Du machst Spaß. Ich mach ernst. Ich hasse dich. Und dein Telefon. Und deine blöde englische Mütze. Ich glaube, ich krieg Fieber. Mensch, bloß nicht. Warte. Komm, halt schön still. Oh, was ist das? Das ist ein ganz altes Kräuterrezept von meiner Oma. Geht das durch die Schädeldecke? Komm, hab Vertrauen. Ich liebe deine Oma. Also diese wunderbaren Geschichten, die wir da gedreht haben, wenn er bei mir wohnte da, weil er seine Wohnung abgebrannt war und er natürlich faule Saudier war, meine Pflanzen nicht pflegte, wenn ich mal dann 14 Tage weg war und all diese Sachen. Was ist das denn hier? Lass dich nicht fertig machen, du hast einen Karton umgeschmissen. Karton umgeschmissen? Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Warum ziehst du nicht ein paar Tage zu Meier 2? Du ziehst zu Meier 2. Ich halte es nicht mehr aus. Also ich, Schluss du, nach dem Wahnsinn. Ich brauche meine Ruhe. Arme Sau. Du denkst wohl, ich bin total impotent, was? Bloß weil ich in 20 Tatorten noch nie eine Frau hatte, was? Frauen fanden ja sonst nicht statt. Es fanden ja wenig Frauen statt bei uns. Es gab Situationen, wo Charles mit Frauen in Kontakt kam. Aha. Ja, und ein Küsschen. Hey, ist ja gut. Du wolltest die Frau ja gar nicht wieder loslassen. Du meinst Gabriele? Gabriele heißt sie, ist ein schöner Name. Man duzt sich also schon? Hast du was dagegen? Das ist es ja mit diesem alten Ehepaar, diese Eifersüchteleien, dass da so ein bisschen ist, da ein bisschen Eifersüchteleien auf den anderen ist. Du bist so schweigsam. Ich bin müde. Heute Nacht noch Besuch. In der Nacht? Von ihr? Ja. Und lief es nach deinen Wünschen? Durch angeregt unterhalten?
Im Gegenteil. Wie? Die ganze Nacht. Was? Na was wohl? Das eben. Ehrlich? Wenn ich es dir doch sage, du übertreibst doch jetzt. Nein, war selber von mir überrascht. Paul, das würde ich dir auch mal gönnen. Da geht richtig die Post ab bei euch? Primalisch, lüstern, unermüdlich. Quasi stürmisch. Ja? Stormy. Stormy weather. Stormy weather. Since my girl and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor self together. Wenn sich so eine aus der Szene heraus ein Song ergibt, der so einfach mir nichts, die nichts, der plötzlich präsentiert wird, das fand ich immer am schönsten eigentlich. Irgendwann gab es mal im Radio eine Musik und dann haben wir ein Lied drauf gemacht und sowas. Also, und die Leute mochten es halt wahnsinnig gerne. Auweia. Spiel mir eine alte als in der Muschebu-Zeit. Die nichts auf der Welt war so schön, Gefühl und als ich zu Muschebu drehen. Es war Manfreds Idee, draußen albernen Nonsens-Text drauf zu machen. Und den hat er sich ausgedacht. Copyright by Manfred Krug. Man steckte Pfeilchen ans Hemd, die Mädels waren so fremd und ihre Röcke verklemmt. Ich sehe die alte Muschebu-Zeit und ja, die vergesse ich nie. Da kommt sie. Alles in Ordnung mit Ihnen? Beim Drehen, man sitzt ja sehr viel rum, ne? Man wartet ja sehr viel. Hockst im Wohnwagen, so ist ja auch unsere Sache mit dem Jazz entstanden. Wenn wir Drehpausen hatten und durch den nahen Wald spaziert sind, dann sangen wir. Und eines Tages kriegte die Redakteurin mit, dass wir das taten. Die hat uns irgendwie belauscht und meinte, sagen Sie mal, wir können doch das zur Marke machen. Wir können doch in jedem Tatort was singen. Und daraus hat sich diese wirklich sehr glückliche Konstellation ergeben mit Charles Brauer und Manfred und meiner Wenigkeit und mit unterschiedlichen Regisseuren zum Teil, aber es hat einen Riesenspaß gemacht, ich muss es wirklich sagen. The fundamental things apply as time goes by. Das war damals eine Novität, eine absolute. Und ich fand, das war ein wichtiger neuer Akzent in unserer Tatortlandschaft. Und das hat mich sehr gefreut. No matter what the future brings, as time goes by. Dann kam der Gedanke, ja, warum machen wir jetzt nicht davon mal nochmal eine richtige Platte, indem wir diese Stücke nochmal neu aufnehmen. Am Dollinger, die drei Tage, hatte ich schon ins Muffensausen, aber da hatte ich halt Manfred an meiner Seite. With love to lead the way, I found more clouds of gray. Somewhere over the rainbow sky. Rührung, die ihn hier im Studio überkam für unser Over Rainbow, ging sehr ins Herz, wo man ihn eher so als hart geformten Typ sieht, wie der plötzlich so völlig zerfließt vor lauter Rührung, als er dieses Arrangement hört und dazu dann auch noch singen musste. Weil das hat ihn dann ja irgendwie derart mitgerissen. Das ist dann auch so großartig, jemanden so zu erleben, nicht wahr?
Tatort bzw. von der Schauspielerei lebe ich nun mal. Dafür kriege ich mein Geld. Aber jeder Mensch, der sich künstlerisch betätigt, hat Lust, auch mal was zu machen, was er noch nicht kann. Oder was er noch nicht gut genug kann. Oder wo er selbst Lehrling ist und sucht und stochert. Und das ist für mich nebenher sozusagen die Schreiberei. Neue Wege, alles Umwege. Die Suche, ja, beendet. Schreiben, da kann ich mir die Helden und Heldinnen selbst erfinden, da kann ich mir die Figuren selbst erfinden, die Tatorte und die Lebenslage, die jeweilige selbst ausdenken. Das ist ein wunderbarer, fantasievoller Prozess. Man kann verwerfen, man ist ganz alleine verantwortlich, man ist ganz alleine an allem schuld. Beim Film ist immer ein ganz großes Team schuld. Ja, wenn der Kameramann nicht so viel rumgeschwenkt hätte wie ein Blöder, ja, so sieht der Film jetzt auch aus. Ja. Der Ton ist beschissen, ja, der ist schlecht geangelt, mussten wir alles nachsynchronisieren. Da hast du immer einen anderen Schuldigen. Aber beim Schreiben hast du nur dich. Das finde ich fair. 48,1 die erste. Und bitte. Den letzten Tatort, den wir zusammen gemacht haben, und der auch der letzte Tatort war für Krug und für Schatz Brauer. Das war der Tatort Todforscher Herr. Vielen Dank. Ach, die Seeluft macht unheimlich müde. Wenn es nicht das Alter ist, dann ist es die Seeluft. Kleines Nickerchen hier oben im Turm, das wäre was, hä, Brocki? Ich habe nicht einen Tag bereut, mal muss auch gut sein. Denn es ist ja nicht nur so, dass man älter wird, sondern man steht ja auch morgens auf und fragt sich plötzlich, wo hast du denn die Rückenschmerzen her? Was hast du denn getan? Hast du dich betrunken? Bist du auf die Fresse gefallen oder was? Ja, und dann ist man sehr traurig, weil man plötzlich erkennt, da kannst du gar nicht für. Du hast gar nichts falsch gemacht. Du bist alt. Was soll ich denn allein in dem Laden hier, Entschuldigung, in dem Laden hier? Soll ich unsere Nachfolger noch kennenlernen? Ich kenne schon genug Leute. Nee. Und gehe mit dir Hand in Hand. Paul, soll das nicht noch eine Nacht überschlafen? Nee. Das überschlafe ich nicht, das ist beschlossene Sache. Es ist Feierabend. Es ist Feierabend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wie ein Joppi Hesters viele Jahre noch weitergemacht hätte. Nein, das ist ja äußerst konsequent. Wenn man schon so geartet ist und dieses auch so auslebt, dann muss das so konsequent auch ein Ende finden. Ja, das war niedlich mit der Perücke und all den Chapeau-Klapp und so, das war klasse. Alles geht einmal vorbei, mal vorbei, mal vorbei, bye Blackbird. Bye Tatort. Ne? Und Totschlag sind nun aus, denn wir zwei gehen nach Haus, bye. Ja, spätestens dann hat man dann natürlich gemerkt, dass jetzt zu Ende ist. Nicht bei Bye Bye Tatort. Paul und Brocki haben endlich Ruhe. Alles geht einmal vorbei, mal vorbei, mal vorbei. Tatort, bye bye. Ich habe nie gesagt, dass ich Rentner in Bezug auf alles werden will, was es gibt an Arbeit. Niemals. Ich habe immer gesagt, solange ich Lust habe und Spaß habe und Kraft habe, werde ich noch trällern und vielleicht auch noch irgendwas schreiben. Dieses Buch hier zum Beispiel, MK Bilderbuch, da habe ich auch die Bildunterschriften selber gemacht.
Und zwar in einem Stil, der auch unterhaltsam sein soll. Als ich meine Frau gerade kennengelernt hatte und öfter mal was drehte, sammelte ich die Zeitungsausschnitte und die Fotos und klebte die in große Alben. Und die damals noch sehr junge Ottilie sagte, was machst du da? Warum klebst du da? Warum klebst du da dauernd diese Bilder rein, wo du das spielst und dort eine Kleindarstellerrolle spielst und dort eine kleine Sache spielst? Ich sage, das tue ich, das kannst du dir doch vielleicht vorstellen, weil ich Erinnerungen an die Zeit bewahren will, da ich jung, knackig, schön und sowas alles war. Schlagfertig und so weiter. Deswegen tue ich das und ich finde es auch schön, wenn die Enkel eines Tages sagen, unser Opa, der hat auch mal richtig gearbeitet und Geld verdient. Und hier habe ich dieses Buch, da steht das alles drin und da sieht man ihn auch, wie er jung war. Der ist ein wirklicher Wortkünstler. Er liebt die deutsche Sprache und hat mir mal sehr interessant davon vorgeschwärmt und letztlich auch beklagt, wie viele Worte es heutzutage im Umgangssprachgebrauch gar nicht mehr gibt, die so schön sind und geradezu verloren sind. Und die hat er dann hier und dort auch eingebaut. Jedes Tier in den grünen Wald kommt zu dir, lacht dich an, so wie ich, denn ich bin gern nah bei dir. Es gibt einen Titel auf diesem Album, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Nicht zuletzt, weil er der erste, der allererste war, den wir aufgenommen haben. Das weiß ich noch wie gestern. Und danach war klar, wir werden eine fantastische Platte machen. Und zwar ist das Close to You von Burt Bacharach in der Übersetzung von Manfred Krug. Und da wurde es dann Nah bei dir. Und allein der Einstieg, das muss man sich wirklich mal ganz in Ruhe geben. Jedes Tier in dem grünen Wald mit dieser typischen Manfred-Krug-Stimme. Es ist wirklich zum Herz erweichen. Jedes Tier in dem grünen Wald kommt zu dir, lacht dich an, so wie ich, auch ich bin gern nah bei dir. Voller Geschmack, voller Gefühl, voller. Der ist beseelt, der Junge. Im Nachhinein muss ich mich eigentlich fragen, warum er sich so einem Jungspund wie mir damals überhaupt anvertraut hat. Die Geschichten, die über ihn kursierten beim Arbeiten, die hatte ich überhaupt gar nicht gelesen damals. Und ich glaube, genau das war auch mein Glück. Ich bin da einfach so reingegangen, wie ich war und wie ich hoffentlich noch bin. Und habe gesagt, wie sieht's denn aus musikalisch? Und da hat er gesagt, so sieht's aus. Und das gefällt mir. Und das hat sich einfach wirklich auf der Hälfte getroffen. Wir hatten einfach eine gemeinsame Sprache. Oh, das war ein wunderbarer Augenblick. Klingt doch nicht schlecht, Jung. Ich glaube, das mögen die Leute. Ich fand die Arrangements von Till Brönner hervorragend. Ganz was Besonderes, was Feines, was Zartes. Hab mein Bestes gegeben. Mein Gefühl ist, wir werden ihn auf der Schauspielbühne so früh nicht wiedersehen. Es ist wahrscheinlich ein Schwur gewesen, den er da getätigt hat. Und wenn man Musik machen kann, habe ich persönlich dafür auch großes Verständnis. Denn was Schöneres als Musik kann es eigentlich nicht geben. Eins, zwei, eins, zwei. Nichts für ungut momentan, wird es ein bisschen monoton. Daran schuld ist dieses Lied mit diesem einen langen Ton. Und der Komponist ist von den vielen Sorgen dieser Welt schon mal eine Sorge los. Das ist die Sorge um das Geld. Das war, ich weiß gar nicht mehr wann, das war 1998, glaube ich, hat es angefangen. Ja, daran kann ich mich genau erinnern. Da waren wir bei der Leipziger Messe und da machte ich eine Lesung, also aus eigenen Werken. Und der Saal war voll. Er wollte eigentlich nur lesen und
Und irgendwann haben die ja das aber in jedem Konzert immer wieder gerufen. Halt den Mund und sing, sing, lieber Manfred. Ich hörte erst gar nicht, was ist denn los? Und da hörte ich dann doch von den heller klingenden Frauenstimmen singen, singen, singen. Nicht böse, so ganz sanft, wie Engelsstimmchen, ja? Und irgendwann ist er dann zum Mikro gegangen, hat gesungen. Und da war das Eis gebrochen und dann hat man ein Programm erarbeitet und er hat wieder gesungen und es war einfach toll und die Leute waren glücklich. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando. Und jetzt sind wir mittlerweile so aneinander gewachsen. Wir sind jetzt ein richtiges Team. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Frau. Und so singt sie auch. Und wenn sie eines Tages aufhören sollte zu singen, vor mir, dann würde ich auch aufhören zu singen. Es ist viel zu spät mit dem letzten Gruß. Mit dem letzten Kuss Liebe anzufangen. Schau mich nicht so an, was ich noch sagen kann. Das ist nur Ade. Ja. Was bedeutet Ihnen die Bühne nach 50 Jahren? Das wissen Sie doch selber. Die Bühne sind die Bretter, die Welt bedeuten. Richtig.